sondern wir wollen den Platz dann nicht umbenennen, aber wir wollen ihn eben entsprechend gestalten. Und das, was bei diesem Thema natürlich absolut zentral ist, sowohl die Suche des Platzes als auch die Gestaltung und wie das Ganze aussehen soll, muss natürlich unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stattfinden, denn Beteiligung ist eines der Rechte, was Kinder und Jugendliche nach UN-Kinderrechtskonvention haben. Und diese Festlegung haben wir in unserem Antrag auch getroffen. Wir wollen gern die Kinderbeauftragte der Stadt genau mit diesem Prozess beauftragen, unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen einen entsprechenden Platz zu finden und mit den Kindern und Jugendlichen eine Gestaltung ja, auch zu finden, zu entwickeln und in der Folge umzusetzen. Ich glaube, das ist eine gute Sache für unsere Stadt. Ich glaube, das macht auch total Sinn, diesem Thema mehr Platz im öffentlichen Raum zu geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das hier heute sehr mit breiter Mehrheit auch beschließen könnten, dass wir uns als Dresden auf diesen Weg machen. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum vergebenen Rederecht. Und ich darf nach vorne bitten, Frau Häuptner-Christa, auch Sie haben die Chance, 5 Minuten am Mikrofon hier vorne zu sprechen und sind herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Willkommen von mir, sehr geehrter OB Herr Hilbert, liebe Beigeordnete, liebe Stadträte und Stadträtinnen und liebe Gäste. Es ist mir natürlich eine ganz große Freude, hier heute bei Ihnen, zu Ihnen, zu diesem ganz wichtigen Thema zu sprechen. Ja, warum braucht es einen Platz der Kinderrechte? Kinderrechte bei uns hier? Kinderrechte klingt irgendwie nach einem Thema ganz, ganz weit weg. Aber das täuscht. Auch in Deutschland müssen Kinderrechte Tag für Tag immer wieder neu eingefordert werden. Ich habe 4 kleine Beispiele für Sie mitgebracht. Das Recht auf Bildung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ein extrem wichtiges Kinderrecht. Sehen Sie auch so. Aber genau dieses Recht ist von Ungerechtigkeit geprägt. Denn allzu oft entscheidet nicht die Klugheit eines Kindes über den Bildungsweg, sondern der Kontostand oder der Bildungsstand der Eltern. Das hat insbesondere die Pandemie offengelegt. Homeschooling durch alleinerziehende Mütter ohne breitbandiges WLAN, ohne Drucker, gar auf dem alten Handy, dem Smartphone der Mutter, schwer vorstellbar. Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht. Ein Recht, das leider uns sehr stark in den letzten Jahren begleitet hat. Die Kriege im Osten und in der Ukraine treffen vor allem Kinder mit brutaler Härte. Sie sind bekanntermaßen in keinster Weise geschützt, weder im Krieg noch auf der Flucht. Und wenn sie dann irgendwann mal den sicheren Boden von Deutschland betreten, dann gibt es zahlreiche ganz herausragend tolle Beispiele von Willkommenskultur. Aber wir wissen auch, es gibt auch die anderen Beispiele, wo Kinder sich nicht willkommen fühlen, auch hier bei uns. Das Recht auf Beteiligung. Es gibt super schöne Spielplätze, die werden von Kindern angenommen, die werden bespielt. Aber wenn man dann Kinder mal fragt, ja, was würdet ihr denn vielleicht anders haben wollen? Was gefällt euch noch nicht so ganz? Da merkt man, auch hier wurden bei der Planung Kinder nicht beteiligt, ebenso wenig bei Rad- und Fußwegen. Zuletzt noch ein Kinderrecht, das, denke ich, uns auch sehr am Herzen liegt: das Recht auf Unversehrtheit. In Deutschland werden jeden Tag 40 Kinder Opfer sexueller Gewalt. 40. Jeden Tag. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Wenn darüber berichtet werden würde in den Medien, wäre kaum Platz für andere Nachrichten. Es sind solche Zustände, die zeigen, auch bei uns müssen Kinderrechte Tag für Tag neu eingefordert werden. Und es sind die Kommunen, wo das passiert. Plätze der Kinderrechte sollen keine bloßen Symbole sein, sondern für sie gilt tatsächlich,
Der Weg ist das Ziel. Auch hier in Dresden haben Menschen die Initiative ergriffen. Herr Drews hat es schon gesagt, fraktionsübergreifend haben Sie dieses Thema aufgegriffen. Sie haben miteinander beraten, Ideen entwickelt. Und bei all diesen Prozessen wurde immer wieder über Kinderrechte gesprochen. Das ist super toll, das freut uns sehr. Der Kinderschutzbund setzt sich seit vielen Jahren ein, dass Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert werden, damit sie dort wirken können. Aber umgesetzt werden sie natürlich hier, bei Ihnen, im Rathaus, in den Verwaltungen, in Kitas, Schulen, ja in den Familien. Deswegen denken wir, dieses wichtige Thema, einen Platz für Kinderrechte in Dresden zu haben, würde dazu führen, dieses Thema mitten ins Herz der Stadt zu bringen und in das Bewusstsein aller. Das ist uns ein ganz großes Anliegen, weil dann würden wir ein Zeichen setzen, dass Kinderrechte eben kein Symbol sind, sondern gelebte Praxis hier in Dresden. Der Kinderschutzbund wird in wenigen Wochen hoffentlich in die sanierte, umgebaute alte Schokofabrik in Johannstadt ziehen. Sie wissen vielleicht, dieses Gebäude wurde auch mit Ihrer Unterstützung saniert durch uns. Und warum sage ich Ihnen das? Weil für dieses Gebäude gibt es eine neue Zufahrtsstraße, die Lilli-Elbe-Straße. Und die ist ein herausragendes, gutes Beispiel für gelebte Beteiligungspolitik in Dresden. Denn diese Straße, als sie gebaut und geplant wurde, da wurden Kinder, Jugendliche und auch Anwohner einbezogen. Sie wurden gefragt, was wünscht ihr euch, was braucht ihr? Weil es entsteht dort oder ist entstanden eine ganz große Spiel- und Bewegungsfläche. Und deswegen glauben wir, dieser Platz, erlauben Sie mir, Ihnen diesen Vorschlag zu machen, wäre ein super toller Platz für Kinderrechte, weil eben dort schon Beteiligung gelebt wurde. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Häuptner-Pfister, für Ihren Redebeitrag und nochmal darauf hinweisen auf die Bedeutung des Themas. Jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnen Freie Wähler, Freie Bürger. Wird das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Dann, Herr Lippmann, dann. Los. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Frau Häuptner-Christa, vielen Dank für Ihren Vortrag, für Ihr Engagement seit Jahrzehnten für die Kinderrechte, für den Kinderschutz, für die Kinder in dieser Stadt generell. Das ist, denke ich mal, gut bekannt und insoweit auch sehr zu begrüßen, wenn das jetzt in dieser Form fortgeführt wird. Es würde wahrscheinlich einige verwundern, wenn ich der zur Vorlage nicht zustimmen würde. Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, anhand dieser Vorlage noch mal eine kleine Warnung auszusprechen. Das Thema Kinderrechte, Frau Häuptner-Christa hat es angesprochen, in das Grundgesetz aufzunehmen, ist ja seit Jahrzehnten Thema. Ich habe dort immer zu der Fraktion gehört, die das eher weniger befürwortet haben. Im Moment stehen sie auch noch nicht im Grundgesetz. Die Diskussion brauchen wir jetzt an der Stelle nicht führen. Das ist fachpolitischer Diskurs, der auf oberster Ebene seit Jahrzehnten, wie gesagt, läuft. Die Gefahr von denen, die es nicht befürworten, die gesehen wird, ist einfach die, dass durch eine Art Symbolpolitik und Alibi-Funktion dann der wahre Kern des Anliegens in den Hintergrund gerät. Und das sollte auch hier in Dresden nicht passieren, dass dann gesagt wird, ja, jetzt haben wir den Platz für Kinderrechte, damit ist das Thema für die nächsten Jahre erstmal wieder durch. Das ist erledigt und die Jugend oder die Befürworter dieses Antrages haben jetzt ihren Platz. Darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen. Es ist kein Alibi für die Kinderrechte, hier in Dresden einzutreten. Muss täglich passieren an allen Stellen. Und ob dieser Platz dort sehr hilfreich ist oder ob es ein Symbol bleibt, wird die nahe Zukunft zeigen, wenn er dann eingerichtet ist. Aber dass sich die Kinder, dass Kinder zu ihren Rechten kommen, die ja spezialgesetzlich seit Jahrzehnten lange geregelt sind in diesem Land,
Das wäre zu wünschen und zu hoffen. Und ich denke, dass wir da im Stadtrat auch eine starke Lobby bisher hatten und auch weiterhin haben werden. Vielen Dank. So, nochmal die Frage mit Dissidenten, das Wort gewünscht. Nein, dann machen wir weiter. AfD, das Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, auf den ersten Blick erscheint der Antrag ja ganz nett und auch recht harmlos zu sein. Ein Platz für Kinderrechte, wer ist gegen Kinderrechte? Eigentlich niemand, müssten wir alle dafür sein. Und deshalb sollte im Ursprungsantrag ja auch zwischen der Markthalle und der Dreikönigskirche auf der Hauptstraße dieser Platz da eingerichtet werden. Nach der Änderung im Jugendhilfeausschuss soll jetzt die Verwaltung selber sich was aussuchen. Mitten in der Stadt, irgendwo im Zentrum, für alle Altersgruppen ein Platz. Vom Teenager bis zum Säugling, jede Altersgruppe. Wie stellt man sich das vor? Was soll dort passieren? Vielleicht werden da Spielgeräte aufgestellt und dann kann unser Nachwuchs möglicherweise auf gendergerechten Spielgeräten den Eltern symbolisch den Buckel herunterrutschen. Vielleicht Lehrern und Erziehern auf der Nase herumtanzen oder auf der jeweils wogesten Sau durchs Dorf reiten. Wer weiß, wer weiß. Schaut man sich andere Städte an, zum Beispiel Bremen und Aachen, findet man ganz leicht, dass es dort bis jetzt halt Spielgeräte gibt. Nicht unbedingt für alle Altersgruppen geeignet, aber zumindest für einen Teil. Und ein schönes Schild. Und dieses schöne Schild findet man auch in vielen anderen Städten, halt das Schild und da wurde eine schöne Feier gemacht, alle Kinder haben sich gefreut und scheinbar scheint es das jetzt gewesen zu sein. Wie Sie sehen, dieser Antrag ist reine Symbolpolitik. Populismus, der zum Himmel schreit und außerdem nicht besonders innovativ und kreativ. Denn in Dresden haben wir schon Spielplätze, ob es mehr oder weniger sein könnten, andere kann man darüber diskutieren, aber dieser Antrag ist ja nicht zu diesem Thema gestellt worden. Möglicherweise sind die Spielplätze und die Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche einfach nicht genug durchpolitisiert. Sie suggerieren in Ihrem Antrag außerdem, dass die Kinderrechte in Deutschland und in Dresden stiefmütterlich behandelt würden. Das stimmt aber überhaupt nicht. Herr Lippmann hat ja schon gesagt, die sind gesetzlich geregelt, zum Beispiel im Kinder- und Jugendhilfegesetz und auch im Grundgesetz finden sich Grundrechte. Und diese Grundrechte gelten unabhängig vom Alter. Sie sprechen jetzt, denken vielleicht ans Wahlrecht, aber das Wahlrecht ist kein Grundrecht, das ist ja nur ein grundrechtsgleiches Recht, siehe Artikel 93 Absatz 1 Grundgesetz. Kinderrechte werden außerdem von Kinder- und Jugendhilfeträgern und in den Schulen und auch in den Medien ausführlich diskutiert, beworben und teilweise auch schön vorgelebt. Ich habe den Verdacht, dass der Antragsteller hier über diesen Platz der Kinderrechte so hinten herum eine gewisse politische Agenda durchdrücken möchte. Mit staatlicher Hilfe natürlich, Steuergeldern der Stadt Dresden. Es geht hier wieder einmal darum, das Fundament unserer Gesellschaft aufzubohren, nämlich die Familie. Es geht um die Aufweichung des Primats der elterlichen Sorge nach Artikel 6 Grundgesetz, um staatliche Eingriffe in die Erziehung zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Also die berühmte Hoheit über die Kinderbetten, Sie kennen das alle, Aushöhlung von Mutter-Vater-Kind-Familie, noch mehr Indoktrination, noch mehr Moralismus und so weiter. Sie kennen ja meine Argumente, die ich hier so bringe. Die große Kampagne läuft derzeit unter dem Namen Kinderrechte und das Grundgesetz, hat auch Herr Lippmann schon angesprochen. Deshalb möchte ich am Ende noch etwas zum Deckungsvorschlag im Antrag sagen. Sie weisen hier lediglich Planungskosten von 5.000 Euro aus. Bei über 2 Milliarden Haushaltsvolumen ist das praktisch geschenkt, könnte man denken. Aber die wahren Kosten stehen überhaupt nicht im Antrag, weder für den Bau noch für die spätere Instandhaltung. Das könnte durchaus in die Hunderttausende gehen. Vielleicht muss ja sogar irgendwo ein Grundstück dafür angekauft werden, wissen wir alles noch nicht. Oder möglicherweise kommt auch jemand demnächst auf die Idee, na gut, es müsste eigentlich noch eine Betreuung sein von Sozialpädagogen, richten wir noch ein paar Stellen ein, suchen wir uns noch einen Jugendhilfeträger, werten wir das alles auf, Kosten, die wir nicht abschätzen können. Kann alles möglich sein. Wurde hier aus mangelnder Weitsicht und Kalkül etwa nicht bis zum Ende gedacht? Wir vermuten das und deshalb werden wir hier den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenmeier. Nein, nicht da. Frau Schanitzky oder gar nicht? Verzichten. Gut. Dann machen wir weiter. Fraktion Die Linke, Frau Abel.
will das nicht gleich am Anfang aber machen. Sie drücken nur hier auf die Liste, dann spielt's los. Dankeschön. Oh, Sie haben schon meine Zeit gestartet. Ich habe aber noch gar nicht angefangen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine werten Kolleginnen und Kollegen, ich spreche gern zu diesem Antrag Platz der Kinderrechte. Im Vorfeld habe ich mich tatsächlich noch mal hingesetzt und mir die UN-Charta angeschaut. Und ich möchte einfach auf ein paar Punkte eingehen. Ich möchte ein paar Kinderrechte nennen. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. Artikel 2. Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. Artikel 24. Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Artikel 28. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. Und aus diesem Grund möchte ich mein Kind zu Wort kommen lassen. Als meine Schule befindet sich neben einem großen Erstaufnahmeeinrichtung, wo Familien ankommen, Männer ankommen, die alleinstehend sind, also sehr viele Menschen ankommen. Und wenn ich manchmal meine Enkeltochter abhole, dann sehen wir die Kinder auf dem Spielplatz. Und darüber hat sie sich mit mir unterhalten. Und ich bat sie, nachdem ich die Erlaubnis der Eltern eingeholt habe, das nochmal zu wiederholen, was sie zu mir gesagt hat. Und Frau Dr. Schöps, Sie tragen vielleicht einen Doktortitel, aber meine Enkelin ist schlauer. Oma, ich habe eine Frage. Wir haben so einen kleinen Spielplatz. Können die dann eigentlich zur Schule gehen? Nein, die dürfen nicht in die Schule gehen. Die dürfen nicht zur Schule gehen? Die müssen aber zur Schule gehen. Die brauchen Bildung. Ohne Bildung finden sie keine Arbeit und dann können sie schlecht überleben, wenn sie nicht dort bleiben dürfen. Wärst du nicht froh, wenn du nicht in die Schule gehen müsstest? Nein, ich möchte in die Schule gehen, weil ich möchte einen guten Beruf machen. Was willst du denn schon jetzt für einen Beruf machen? Ich möchte später und dafür braucht man die Schule. Und ja... Und ich möchte Ärztin werden. Und ja, das weißt du ja schon eigentlich lange. Und die wollen vielleicht auch wichtige Berufe machen. Die brauchen gute Bildung. Deswegen. Ich weiß von einem kleinen Jungen, der in Gorbitz wohnt und der auch einen schönen Beruf lernen wollte. Er will Bauarbeiter werden. Er möchte Häuser bauen. Aber der DATS-Unterricht an seiner Schule ist immer ausgefallen. Aus diesem Grund musste er, weil er große Probleme hatte, am Ende an die Schule für Kinder mit geistiger Behinderung gehen. Das widerspricht jeglichem Menschenrecht. Kinder haben Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. Artikel 19, 32, 34. Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. Artikel 22 und 38. Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen. Ja, zu oft gucken wir nach außen und sehen den Bedarf außen, etwas für Kinderrechte zu tun. Die Linke denkt, es ist nicht überflüssig, sensibel mit diesen Themen mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Es ist eine Form von Demokratieerziehung, die so manche auch nötig haben. Wir sind überzeugt, dass die Beauftragte für Kinder und Jugend hier eine Mitbestimmungsaktion macht, die Kinder und Jugendlichen mit einbezieht und dort eine gute Möglichkeit findet, diesen Platz auch mit Leben zu erfüllen und nicht nur pro forma ein Schild dort stehen zu haben. Das Vertrauen hat sie von der Linken hier und wir stimmen selbstverständlich, sind ja auch Mitantragsteller, diesem Antrag zu.
Wir setzen fort in der Fraktionsrunde CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme unser Abstimmungsverhalten vorweg. Wir werden diesen Antrag ablehnen. Nicht, weil wir Kinderrechte ablehnen, sondern im Gegenteil sehr ernst nehmen. Wenn man in die Kinderrechtskonvention schaut, findet man unter anderem den Artikel 28, das Recht auf Bildung, bereits zitiert. Zur Erinnerung, wir haben in unseren Schulen derzeit einen Sanierungsbedarf von 500 Millionen Euro, obwohl wir jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro dafür eingestellt haben. Kinder würden sicher den Artikel 31 zuerst nennen, das Recht auf Spiel und Freizeit. Auch hier möchte ich daran erinnern, dass wir ein Spielplatzkonzept haben, das noch nach mehreren Standorten auf Umsetzung wartet. Darauf wurde auch hingewiesen vom Kinderschutzbund, dass wir hier auch durchaus über Beteiligung von Kindern nachdenken sollten und müssen. Auch Artikel 17, das Recht auf Zugang zu Medien, ist insbesondere in der modernen Gesellschaft wichtig. Wollen wir die Digitalisierung voranbringen, müssen wir alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets und digitalen Endgeräten als solches ausstatten. Das wird auch uns als Kommune extrem finanziell fordern. Jetzt soll nach Willen der Antragsteller an einem noch nicht benannten Ort ein Platz für Kinderrechte entstehen. Dieser soll unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kinderfreundlich und bunt gestaltet werden. Dafür sollen 5.000 Euro aus dem Haushalt bereitgestellt werden. Diese Summe verkraftet sicher auch ein angespannter Haushalt. Aber wie finanzieren wir die Umsetzung der Ergebnisse? Ignorieren wir es? Führt es direkt in die Politikverdrossenheit, bevor das Wahlalter erreicht ist? Setzen wir es um, werden wir nicht mehr als ein Symbol erhalten. Deswegen wird nicht ein Kind bessere Bildung erhalten. Es wird nicht ein Kind mehr Spaß auf einen Spielplatz haben. Deswegen wird nicht ein Kind ein Tablet mehr in der Hand halten oder DATS-Unterricht erhalten. Wir möchten auch mehr Beteiligung von Kindern bei städtischen Vorhaben und haben das mit unserer Zustimmung zum Haushalt, welche die Mittel der Kinder- und Jugendbeauftragte nachhaltig aufgestockt hat, deutlich gemacht. Dann aber nicht bei künstlich geschaffenen Projekten, sondern bei Vorhaben, die ohnehin dringlich zum Wohl der Kinder umgesetzt werden müssen, wie zum Beispiel Spielplätzen. Dankeschön. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Herr Fischer, verzichtet. So, eine weitere Wortmeldung, Frau Schernetzky. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Häubner, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eigentlich sollte Tina Siebeneicher heute hier für uns sprechen. Sie ist leider aus persönlichen, ganz dringlichen Gründen verhindert. Darum möchte ich jetzt nur noch mal am Ende der Debatte einen Punkt setzen, der mir so ein bisschen gefehlt hat. Also wir haben jetzt ganz viele Erwachsene gesprochen, die wissen, dass es Kinderrechte gibt und die sich auch, glaube ich, alle bewusst sind, was ein Recht zu haben bedeutet. Das hoffe ich zumindest. Wir haben zum Beispiel alle unser aktives Wahlrecht in Anspruch genommen, also auch uns als Kandidatinnen aufstellen lassen. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein, was ein Recht ist und was das bedeutet und was das mit einem macht, dass das auch etwas ist, was gelernt werden muss. Und ich glaube, dass dieser Platz für Kinderrechte, dieser Antrag, genau so ein Punkt sein soll, diese Lerngelegenheit auch für Kinder hier in dieser Stadt zu schaffen. Das Bewusstsein, aha, ich lebe in einer Demokratie haben alle Menschen Rechte und ich habe auch Rechte. Und dann kann ich mich damit auseinandersetzen, welche Rechte ich habe und wie ich die durchsetzen möchte, was ich dafür tun möchte, was ich dafür zu tun bereit bin, dass ich auch nicht alles durchsetzen werde, weil Beteiligung nämlich niemals bedeutet, dass alles genau so gemacht wird, wie ich das gesagt habe, sondern weil es einen Aushandlungsprozess gibt. Von daher müssen wir uns auch keine Sorgen um Politikverdrossenheit machen, wenn wir Beteiligung ernst nehmen, weil es nämlich schlicht dazu führt, dass man auch mit Kindern ganz vernünftig sprechen kann, was geht und was nicht geht. Das, was jetzt tatsächlich aktuell wirklich im Antrag steht, lässt sich aus dem Budget der Kinder- und Jugendbeauftragten gut finanzieren. So ist der Antrag auch geschrieben. Und ich glaube, dass es für das Bewusstsein in dieser Stadt von Kindern und von erwachsenen Menschen
dass es Kinderrechte gibt, dass Kinderrechte haben und dass das aber auch gelernt werden muss, ein ganz wichtiger Punkt sein kann, einen solchen Platz zu schaffen. Dieser Platz soll nicht irgendwie durch die Verwaltung bestimmt werden, er soll durch Kinder und Jugendliche benannt werden, mit deren Beteiligung, auch die werden nicht alle eine Meinung haben, auch wir haben selten alle eine Meinung, auch da wird es eine Aushandlung geben, ebenso bei der Gestaltung. Und ich glaube, dass das ein wichtiges, nicht nur Symbol ist, sondern dass das ein wichtiger Akt auch der Ermächtigung von Kindern ist. Und in diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Frau Abel, ich muss sagen, Sie reden von Bildung und Rechten und Benehmen und dann beschimpfen Sie Leute und sagen, mein Enkelkind ist so und so viel besser als die Frau Dr. Schöps. Schlauer. So, jetzt ist die Frage, wie wollen Sie das definieren? Wie haben Sie das festgestellt? Und ich müsste da jetzt sagen, wissen Sie, Frau Dr., Frau Abel, vielleicht sind meine Kinder und die Kinder meiner Schwester auch intelligenter als ich. Das können Sie doch gar nicht wissen. Das ist eine Unvoreingenommenheit, das ist eine Boshaftigkeit, muss ich sagen. Und das Nächste ist immer zuhören. Sie fangen an mit DATS-Kindern, dass sie keinen Unterricht hatten, dass der Unterricht ausgefallen ist. Sie kennen genau die Forderung von uns. Sozialräumliche Verteilung der Kinder, damit alle Kinder eine Zukunft haben. Und was machen sie? Sie schaffen Ghettos. Das ist doch der Punkt. Und aber zum Bezug auf den Platz für Kinderrechte, da gibt es unterschiedliche Anschauungen. Sie haben gehört, dass einige hier nicht dafür sind. Ich bin in vielen Punkten wiederum dafür. Es ist immer die Frage, wie ich es ausgestalte. Und zum Thema Demokratie hoffe ich, Frau Czarnecki, dass wir heute nochmal über die Demokratie reden und Sie auch Demokratie verstanden haben. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 27 Nein, 4 Enthaltungen. Damit so beschlossen.